So, meine Lieben, wir haben uns hier heute versammelt, weil es einen ganz hochweg dringenden, wichtigen Anlass gibt. Und zwar wurden meine Sinne mal wieder geweckt, ein Video zu drehen. Ich mache das nur noch gelegentlich, wie ihr wisst, aufgrund meines enorm großen Erfolges. Und jetzt gibt es einen Anlass, denn ich habe in jüngster Zeit mehrere Fitness-YouTuber gesehen, die jetzt ihre Top 10 der tollsten Fitness-YouTuber-Körper raushauen. Da also darüber sprechen, was sie für eine Top 10-Einteilung haben von den bekannten Fitness-YouTubern hier in Deutschland. Die haben meistens Amerikaner ausgeschlossen, manche haben auch nur Naturalathleten gemacht. Und der eine ist Tim Gabel und der andere ist Görki. Und wir werden ein wenig über deren Top 10 sprechen, denn da mache ich so eine halbe Reaktion mal raus und sage zumindest etwas zu einigen von deren Kommentaren. Und dann anschließend werde ich meine Top 10 nennen. Und das kann ich jetzt schon mal verraten. Es gibt eigentlich nur eine Top 8, war es ursprünglich. Jetzt gibt es eine Top 9. Einer kam noch hinzu. Also einen Platz muss ich aussparen, denn ich zähle jetzt wirklich nur die, die mir auch zumindest gefallen. Also es soll keine Top 10-Liste sein von Leuten, die irgendwie noch, wenn, dann am besten sind unter den YouTubern, sondern wirklich welche, die auch meinem ästhetischen Sinn entsprechen. Und dann natürlich auch teilweise versuche ich das zu begründen, so ein paar objektive Maschen reinzubringen, wie man das beim Sport machen kann, wie auch immer. Nun ja, also, hier seht ihr mal aufgelistet jetzt die Top 10 von Tim Gabel. Er hatte von hinten angefangen auf der 10, ein Simon Mattis, kenne ich nicht einmal, war mir nicht bekannt. Muss sagen, ja, ist ein nett trainierter Körper, wie man hier sieht, ist okay. Ich möchte jetzt nicht zu allem was sagen. Flying Uwe, Görki selbst hat er dabei, das sind so die bekannteren jetzt. Simon Teichmann hatte er dabei, David Lengauer, den kannte ich auch nicht. Johannes Lukas, Kevin Wolter, Sascha Huber, Smart Games und Paul Unterleitner auf Platz 1. Jetzt gibt es hier ein paar Anmerkungen zu seinen Anmerkungen. Zum einen hat er einmal gesagt, als Flying Uwe dann dazu kam, dass er auf einem Bild, nämlich auf diesem Bild hier, Flying Uwe ein wenig zu viel Körperfettanteil hat. Also, bei allem Respekt, da gibt es ja auch nicht irgendwie sowas jetzt wie Geschmackssache. Natürlich Geschmackssache von der Optik her, wenn man sagt, es ist mir zu viel Speck, dem anderen zu wenig oder was weiß ich. Das wissen wir, dass es das gibt. Aber wenn jemand mit wie Tim Gabel, der auch behauptet, nicht nur Wissen zu haben, sondern das auch hier und da mal beweist, dass er ein gewisses Wissen hat, dann sagt, das wäre zu viel Körperfettanteil. Also entweder sagt er da wirklich, das ist für ihn zu viel Körperfettanteil und dann ist es doch schon irgendwo eine psychische Störung. Oder wenn das objektiv sein soll, dann frage ich mich, was denn da nicht stimmt. Also das hier, bitte, lasst es euch gesagt sein, ist nicht zu viel Körperfettanteil. Kann gar nicht. Medizinisch gesehen ist es sogar eher zu wenig. Das hier ist nicht gesund. Richtig gesund. Also es ist auch nicht, ihr dürft euch jetzt nicht vorstellen, dass man direkt stirbt oder dass es sehr ungesund ist. Aber es ist zumindest nicht gesund, so wenig Körperfett zu haben. Und da sagt er, das wäre ein zu großer Körperfettanteil. Das gleiche sagt er noch bei einem anderen, das greife ich jetzt mal vorweg, nämlich hier zu dem Bild von Simon Teichmann. Da hätte er ihn auch zu viel Körperfett. Man sieht alle Bauchmuskeln. Also ich muss sagen, ich habe von Medizinern gesagt bekommen, ich hätte permanent zu wenig Körperfettanteil. Und in dieser Form und auch Flying Uwe in dieser Form haben ein bisschen weniger als ich. Bei mir sieht man immer die Bauchmuskeln, zumindest wenn ich in einer richtig fetten Mastschwein-Aufbauphase bin, dann sieht man meine Bauchmuskeln immer durchschimmern. Und mal sieht man sie dann mehr, wie zum Beispiel hier mal, und mal sieht man sie weniger. Aber das ist schon alles eher zu wenig. Ach, naja, gut. Finde ich sehr seltsam, solche Aussagen, und auch sehr besorgniserregend, vor allem wenn man das macht mit einer gewissen Verantwortung, mit einer Reichweite, und dann sagt, das wäre zu viel Körperfettanteil. Es ist ein seltsamer Kommentar. Dann haben wir hier einen Kommentar zu Görki, da meinte er, die Brust wäre zu klein. Das ist aber eigentlich eine Stärke von Görki. Also da komme ich nicht mit einem Kommentar drum herum. Er hat recht, ja, Görki hat jetzt nicht den glücklichsten Körperbau für Bodybuilding. Also die Hüfte ist zu breit, hat er auch gesagt, die Taille ist zu breit. Und die Arme und Schultern fallen da wenig zu wenig auf. Und die sind zu klein dafür. Aber die Brust ist eigentlich eine Stärke von Görki. Man sieht, dass sie auch stark hervorkommt, auch auf anderen Bildern. Dass das hier eine Schwäche sein soll, sehe ich auch nicht. Finde ich ein bisschen seltsam. Ein Kommentar dann noch zu Johannes Lukas gesagt. Den haben auch andere genannt. Dass der auf den Fotos nie so zur Geltung kommt und jetzt auch nicht die glücklichsten Gene unbedingt hat von der Verteilung der Massen, aber sonst in Wirklichkeit ein Monster ist. Und ja, das ist der.
Der ist so ein richtiger Zangief, also so ein Street Fighter Charakter, weil er einfach groß ist. Und das haben viele, die groß sind, die wiegen dann ihre 130 Kilo. Wenn man neben dem steht, dann ist ein Arm so dick wie der Oberkörper von mir. Aber man sieht es auf dem Bild nur in den Proportionen wieder. Und da fällt Johannes Lukas ein bisschen, aber da kann ich nur zustimmen. Dann hier Sascha Huber. Ich meine, ich muss sagen, dass ich den Hype um Sascha Huber ein wenig seltsam finde um meinen Namensvetter. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht komme ich später noch drauf zurück. Hier wird gesagt, dass die Arme schon sehr stark sind. Der hat ganz normale Arme. Was heißt normal? Also ne, auch da wieder für einen Trainierenden. Aber sehr starke Arme auf den Fotos. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Die Fotos, die er immer wieder raushaut und die Thumbnails, zu dem wie er in Wirklichkeit aussieht. Aber dazu kommen wir später noch. Und dann bei Smart Games sagt er, dass er nicht, da rätselt er darüber, ob der überhaupt natural ist oder nicht. Ich meine aber, bei Smart Games ist das recht offen. Der hat sich nie als natural bezeichnet. Ich weiß nicht, ob er das jemals gesagt hat, aber ich glaube, das ist irgendwie so eine halboffene Nummer. Wie dem auch sei. Dann hat Simon auch reagiert auf Tim Gabels Top 10. Wie gesagt, Tim Gabel hatte, das seht ihr hier nochmal aufgelistet, Paul Unterleitner auf Platz 1. Das ist der beste Körper, wo er auch sagt, der ist einfach groß und dann hat er diese vollen Muskelberge. Das sieht schon gut aus. Auf Platz 2 Smart Games und auf Platz 3 Sascha Huber. Man sieht, er geht weniger in diese Bodybuilding-lastige Kategorie. Obwohl er Kevin Wolter direkt auf Platz 4 hat, der ja genau das Gegenteil ist. Aber dennoch ist das wohl eher so sein Ding. Simon Teichmann hat darauf reagiert und er hatte einen Kommentar. Zum einen sagt Simon hier auch bei Uwe, Flying Uwe, dass der nicht wenig Körperfett hat. Also das ist ihm auch direkt aufgefallen, dass das ein bisschen seltsam ist. Fett dann, geht dann natürlich ein bisschen auf sich ein und ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen verteidigend bei seinem Körper ist. Auch wenn er immer wieder betont, dass es ihm nichts ausmacht, dass es eigentlich geehrt fühlt und man merkt, dass es ihm schon wichtig gewesen, da so ein bisschen was klarzustellen zu seinen Brüsten oder sonst was. Ist vielleicht interessant mal zu sehen. Jetzt kommen wir mal zu Görki. Görki hat seine Top 10 genannt und die sieht ein wenig anders aus. Er hat auch jemanden drin, wo ich das Gefühl habe, den hat Tim Gabel ganz vergessen. Denn ich behaupte es mal einfach, denn von dem, was Tim Gabel sagt und wen er da oben hat, hätte er drin sein müssen. Görki hat folgende. Der hat auf Platz 10 Kevin Wolter, danach Simon Teichmann, Smart Games, Tim Gabel selbst und schmale Schulter drin und in den Top 5 dann Sascha Huber, Coach Eddie, Paul Unterleitner, Brosep und Misha. Brosep, Misha und Coach Eddie waren zum Beispiel, die recht hoch sind bei Görki, nicht bei Tim Gabel drin. Ich behaupte aber, Tim Gabel würde sie mindestens in die Top 10 bringen, wenn nicht gar in die Top 5. Behaupte ich. Die hat er, glaube ich, einfach vergessen. Nun ja, Görki. Da ist höchstens anzumerken, ich weiß nicht ganz, warum er Kevin Wolter auf Platz 10 drin hat. Das passt so gar nicht zum Stil von Görki und das mag er eigentlich auch gar nicht so auszusehen. Nicht nur, dass er es selbst jetzt gar nicht anstrebt, aber der fällt da so ein bisschen raus. Und warum er den noch reingetan hat, das ist der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, dass ich selbst Leute, die ich als nicht ästhetisch empfinde, da rein tue. Hauptsache, ich habe die Top 10 gefüllt. Weiß ich nicht genau. Dann sagt er bei Simon, was glaube ich auch Tim Gale gesagt hat, zu viel Schultern und Arme. Ja, es ist unproportional und Simon ist auch, glaube ich, sehr bewusst in diese Richtung gegangen, weil das mag, das sagt er auch und das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass viele von euch das mögen. Und da mal grundsätzlich zur Ästhetik von Körpern. Ich glaube, wenn man es etwas wirklicher nimmt als Bodybuilder, dass man da auch seine Individualität reinnimmt und nicht nur so viel Muskeln aufbauen möchte, wie man will oder nach einem Geometriebild der Leute da draußen geht, dann wollen das, glaube ich, die meisten. Die meisten wollen, glaube ich, eher Jungs, Männer, aussehen wie ein Simon Teichmann mit diesen überladenen Comicfigur-Schultern, als dann vielleicht jemand, der ausgeglichen ist, aber dadurch einfach spektakulär nicht so auffällt. Und das sieht schon böse aus bei Simon Teichmann. Und er hat auch dann so ein Bild genommen hier von Sascha wieder, und da sind wir wieder bei dem Thema Sascha Huber. Was nimmt er da für ein Bild? Also ich glaube nicht, dass meine Fitness-YouTuber-Kollegen wirklich meinen, dass er so rumläuft und so aussieht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt kommen wir mal endlich nach der langen Laberei und der Reaktion auf Reaktionen zu meinen Tops. Auf Platz 9 kommt bei mir der recht hoch bei den anderen beiden war, Paul Unterleitner. Heißt aber bei mir, ich finde, er hat schon einen wirklich richtig guten Körper.
Ich müsste höchstens sagen, was mir nicht gefällt, weil die meisten von euch ihn wahrscheinlich ebenso mithalten und wirklich sagen, das ist ein super Körper. Warum ist er jetzt nur auf Platz 9 und 8 deutsche YouTuber sind davor? Grundsätzlich, seine Körpergröße, die er hat, fällt so ein bisschen ins Gewicht, weil seine Masse sehr weit oben dann wieder angelagert ist. Er hat einen hohen Latissimus dadurch, eine sehr schmale, langgezogene, sagen wir so, eher eine langgezogene Taille. Und auch wenn seine Beine dann wieder gut sind, ein bisschen weniger Körpergröße würde dem ganz gut tun, dann wäre ein bisschen kompakter. Aber ich glaube auch, das hat jeder betont, da ist sehr viel Potenzial, so wenn die Muskelbellies sich noch weiter ausdehnen, das könnte schon was werden. Auf Platz 8, Brozap. Brozap ist mir zunächst aufgefallen als jemand, wo ich immer dachte, der hat einfach überhaupt keinen tollen Körper. Der gehört nicht so zu den Leuten, die einen Knallerkörper haben. Und dann habe ich gesehen, ein paar Videos und Fotos, wie der auf die Bühne geht. Und das ist einfach krass brutal. Der hat Genetik für wirklich dicke Arme, auch wenn er fleischiger ist. Aber weil er eben normale Off-Seasons eben immer hat, sieht er sehr normal aus. Und dann ist er kein Brecher, dann sieht er auch nicht aus wie ein Brecher in seinen T-Shirts und so. Dann fällt das schon ab. Und da muss ich sagen, wenn er es aber zurecht trainiert, einfach krass, richtig krass. Und dann knallt das. Aber jetzt muss man natürlich so einen Mittelweg nehmen. Denn so wie er mir gegenübersteht in der Stadt oder wie ich ihn bei den meisten Videos sehen würde, das geht eigentlich auch mit in der Bewertung ein. Und je kürzer die Bewertung, ich gehe nicht nur danach, wie jemand in der extremsten, tollsten, besten Sekunde aussehen kann, sondern natürlich im Allgemeinen, wie man ihn sieht und welches Potenzial er hat. Und dann natürlich auch nicht nur, wie krass er es sich auftrainiert hat, sondern tatsächlich auch, wie er von der Natur aus genetisch dann proportioniert ist und was mir dabei gefällt. Und naja, bei Brozap, wie gesagt, sieht einfach richtig, richtig gut aus. Wieso trotzdem nur auf der 8? Wie ich schon gesagt, im Alltag sieht er da nicht so toll aus. Da sieht es sehr schwammig aus. Und da geht es nicht nur darum, dass er es zu dick ist, weil er wird auch nicht zu viel Körperfettanteil haben. Ich glaube, selbst wenn wir eine Fotos sind, wie hier in der Offseason, das ist nicht zu viel. Lasst euch das niemals einreden. Das hier ist normaler Körperfettanteil. Aber da sieht man schon, er hat nicht diese extremen Formen, die ich auch mag. Da gehe ich sehr in die Richtung von Simon Teichmann vom Geschmack. Diese breiten Schultern und so weiter, das ist da nicht da. Er fällt aus durch seine Arme. Ich glaube, der hat auch sehr gute Beine. Und ja, das ist jetzt nicht unbedingt das ästhetische Level. Und jetzt kommen wir zu einer Sonderheit. Ich habe mich selbst eingebracht. Auf Platz 7 bin ich. Und jetzt ist das Erstaunen wahrscheinlich groß. Wie kann ich mich nur vor Bro, Sepp oder Paul Unterleitner stellen? Ich persönlich, obwohl ich schon sehr kritisch mit meinem Körper bin, mag meine ausladende Figur, ein ausladendes Kreuz lieber. Mein Körper zeichnet sich ja dadurch aus, dass ich ein breites Kreuz habe. Das ist total komisch, wenn man so über sich selbst spricht. Aber ich wollte ehrlich sein und da muss ich sagen, wenn ich das so sehe, wie ich auf Videos aussehe und die Fotos bei meinem Instagram-Kanal, möchte ich mich einfach mit einteilen, weil ich es für ehrlicher halte. Nun ja. Und dass ich, das ist schon fast eine Anmaßung vor Brozap bin, natürlich hat er sich im Bodybuilding einiges mehr verdient. Allein schon, weil er auf der Bühne war und weil er mal überhaupt so aussah. Diesen Peak habe ich niemals erreicht in meinem Leben. Und da lasse ich mal hingestellt sein, oh, hätte ich es versucht, dann hätte ich es geschafft oder so. Das ist Bullshit, das habe ich nie erreicht. Und ich glaube, ich hätte auch diese Qualität der Muskulatur nicht aufrechterhalten können. Glaube ich nicht. Dieses Resultat, da hätte ich richtig abgestunken neben ihm. Aber grundsätzlich, ich mag mein breites Kreuz lieber, meine Schultern und meinen sehr stark ausgeprägten Rücken. Und deswegen entspricht das schon eher meinem Geschmack, ich selbst. Deswegen stelle ich mich selbst mal als Gotti auf Platz 7. Wer kommt jetzt noch davor? Jetzt kommt der liebe Benny, Platz 6, Smart Gains. Auch bei mir ist er drin. Da muss man eher sagen, was man nicht mag. Er sieht einfach richtig gut aus, wenn er auf der Bühne steht. Vor allem, weil er eine extreme Symmetrie hat. Also irgendwie scheint jedes Haar scheint dem Haar auf der anderen Körperpartie zu entsprechen. Aber das ist auch für mich die Schwäche. Er fällt nicht so aus dem Rahmen, er fällt nicht so auf. Er sieht nicht aus wie so eine Comicfigur. So ein Simon Teichmann-Kreuz, wenn man es mal wieder nimmt, der kann natürlich auf dem Wettbewerb bei weitem nicht mithalten, weil er nicht die Symmetrie hat. Aber dadurch fällt er mehr auf, stellt sich aus der Masse hervor und das ist bei Smart Games einfach nicht der Fall. Da ist alles so symmetrisch, dass es irgendwie so ein bisschen langweilig ist. Mich hat er nie so interessiert, man hat sich da jetzt nie Videos anguckt, um seinen Körper mal zu sehen, selbst wenn das auch klingen mag. Und naja, deswegen dennoch für die Symmetrie und für das, was er damit erreicht hat und wie er auch im Alltag rumläuft, Platz 6. Jetzt kommen wir in die Top 5. Und da haben wir ihn, ich habe ihn schon mehrmals erwähnt, auf Platz 5, Simon Teichmann. Ich selbst hätte gedacht, er landet höher.
habe dann aber ein paar dazu addiert und habe gemerkt, okay, das sind doch noch bessere. Weil jetzt kommen wir zu denen, die mir auch wirklich richtig gut gefallen im Top 5. Simon Teichmann, die ausladenden Schultern, ja, auch die dicken Arme. Er war noch nie sehr vaskulär, er hatte noch nie sehr viele Adern oder so, was ich selbst bei mir auch vermisse. Das finde ich sehr schade, dass ich das nicht habe, und das ist etwas, was ich grundsätzlich in meinem Körper immer toll finde. Liegt aber, und das lasse ich auch gesagt sein, nicht immer am Körperfettanteil. Er ist auch mal ziemlich weit runter vom Körperfettanteil, und ich eben auch. Und dann hat nicht jeder diese Adern. Das liegt auch noch an vielen anderen Dingen, warum man die Adern bekommt und auch dazu machen kann. Das war bei ihm nie der Fall. Und natürlich, das weiß jeder, das weiß er selbst vor allem, etwas schwächere Beine. Sein Rücken ist gar nicht so schwach, der ist vor allem einfach breit, aber der hat nicht so viel Tiefe. Da muss ich sagen, da würde ich meinen Rücken schon bevorzugen, bei allem anderen eigentlich eher einen Simon Teichmann nehmen. Und auch bei den Bauchmuskeln, gut, ist er jetzt nicht so gesegnet wie ein Gürki, aber sie sind da, wenn er abnimmt. Dann auf Platz 4, Coach Eddie. Coach Eddie war auch schon bei Gürki drin, und der hat einfach eine so ästhetische Form. Und wenn der normal rumläuft, hat er ein breites Kreuz, tolle Schultern, tolle Arme. Er ist so ein Simeon Panda irgendwie in Deutschland. Vor allem eine Brust, die so schön geformt ist und so massiv ist. Da stimmt einfach alles. Beine sind auch gut. Es ist komplett. Er hat genau die richtige Hautfarbe. Also Coach Eddie ist eigentlich sehr vollkommen und deswegen definitiv auf Platz 4. Für mich ist Coach Eddie vor allem auch ein sehr guter Vergleich zu Simon Teichmann. Sieht man, die beiden nebeneinander haben beide diese Schulter, diese dicken Schultern und die dicken Arme. Aber er ist ja etwas ausgeglichener und bessere Simon Teichmann, weil alles andere noch dazu gepackt kommt. Die Top 3. Platz 3, Mischa. Er hat das breite Kreuz, er hat eine relativ schmale Taille, er hat eine gute Brust. Man kann sich gar nicht entscheiden, was bei ihm so das Bessere ist. Er hat volle Arme, er hat ausgeglichene Arme, er hat starke Beine. Er ist relativ groß, aber dabei verteilt sich das bei ihm besser. Er wirkt einfach massiger und vollständiger als ein Paul Unterleitner. Und er hat einfach, ja, einfach krass. Und wenn der sich auch nochmal für die Bühne runterhungert, dann leidet sein Körper, seine Verteilung nicht so sehr. Und gerade bei Naturalathleten ist es so, die nehmen an entscheidenden Stellen manchmal übermäßig viel ab, wie zum Beispiel an den Schultern, und schon sieht die Figur komplett anders aus. Und pumpen sich dann wieder auf und sind in der Offseason, haben wir auf einmal wieder ein breites Kreuz. Das ist bei ihm nicht der Fall, der sieht einfach auf der Bühne auch noch richtig gut aus. Auf Platz 2 ist ganz zum Schluss eingestiegen, und ihr werdet nie auf Platz 1 und 2 kommen. Ihr könnt ja jetzt mal raten, ihr hättet auch vorher wahrscheinlich euch Gedanken gemacht. Ich glaube, ihr werdet nie drauf kommen. Einer, glaube ich, wurde vergessen, auch von den anderen. Und jetzt Platz 2 ist einer, den vielleicht viele von euch gar nicht kennen, zumindest nicht von YouTube. Aber ich habe geguckt, er hat einen YouTube-Kanal, gar nicht mal so schlecht, nur 50.000 Abonnenten. Joe Lindner, besser bekannt als unter Joe Statics. Der ist einer der international krassesten deutschen Athleten auf Social Media Kanälen überhaupt. Der wird auch von Amerikanern immer wieder aufgenommen, in Videos gepackt. Der ist mit Kai Greene auf Tour gewesen in der Welt. Der ist bekannt dafür, dass er so shredded ist wie kein anderer. Das Krasse ist, wenn man ihn aber ganz normal mal betrachtet und nicht nur diese hochkrassen Fotos, die er macht. Da hat er einfach auch wieder ein breites Kreuz. Er hat nicht die tollsten Arme. Ja, das stimmt, obwohl sein Bizeps gut ist, aber insgesamt sind die relativ schmal. Für viele von euch wahrscheinlich eher zu schmal, wenn man Bodybuilding steht. Und er hat brachiale Beine, heftigste Waden, schmale Taille und dann auch noch einen richtig guten Ausladendrücken. Also Joe Lindner ist einfach ein Gott, und das nicht nur in Deutschland, sondern er ist weltweit einer der sicherlich ästhetischsten und berühmtesten Models für krasseres Bodybuilding. Also nicht krasseres Bodybuilding, sondern für krasser als das, was wir hier von Fitness-YouTubern oder Fitness-Trainern. Das ist schon heftig. Und auf Platz 1. Ich habe gemerkt, jetzt erst bei meiner Recherche, sein YouTube-Kanal gibt es gar nicht mehr. Tobias Rothe. Er selbst, ich habe schon ein paar Mal Worte zu ihm verloren. Er tappt leider in die Falle eines typischen Bodybuilders, weil sobald er den Mund aufmacht und redet, merkt man, dass es sich auch mit dem Körper schon getan hat. Aber der Körper ist so krass, symmetrisch, ästhetisch. Alles ist voll. Man kann sich gar nicht entscheiden, was besser ist. Die Schultern, der Bizeps, der Trizeps, der Rücken. Immer denkt man, man entdeckt eine neue Stärke bei ihm. Und es ist einfach so ausgeglichen und dabei massiv. Dann hat er auch noch zusätzlich die Vaskularität. Ja, er ist ein Stoffpumper. Aber
Das sieht so meilenweit besser aus als ein Kevin Wolter. So viel besser. Kevin Wolter ist wie so ein Kartoffelsack. Da ist einfach alles irgendwie rund und nicht so richtig da, während er einfach diesen eckigen, breitkreuzharten Look hat. Das ist also, er hat, finde ich, mit Abstand den tollsten Körper. Wenn ich mich schon hier irgendwo entscheiden müsste, hat dabei immer noch eine schmale Taille und nicht dieses aufgeblähte Pumperdasein. Krass. Nun ja, das wäre meine Top 9. Hier sieht man nochmal alle nebeneinander eingeblendet. Ein paar Horrible Mentions, zu denen ich einfach noch was sagen muss. Zum einen Görki. Görki wird überall immer erwähnt und ich glaube, man kommt nicht dran vorbei, irgendetwas zu ihm sagen zu müssen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass er als für die meisten weniger muskulös gilt, aber ein Sascha Huber mehr. Ich glaube, Görki ist muskulöser, um einiges auch im Oberkörper vor allem, als Sascha Huber. Die Beine vielleicht nicht, ja, aber der Rest, da ist einiges mehr. Ich glaube, beide wiegen so ungefähr gleich viel. Ich glaube, Görki ein paar Kilo vielleicht mehr. Aber dass das dann immer so gilt, ja, er hat ein paar schmale Arme, er hat aber den krassesten Bauch, da wird er wahrscheinlich Platz 1 von allen YouTubern machen, immer in einer Kategorie. Und er ist auch ziemlich kräftig und fit. Also, naja, muss man zumindest mal erwähnt haben, meine Figur ist es auch nicht. Ich stehe eher auf das, wie gesagt, Ausladende. Und das wäre so das genaue Gegenteil, wäre so ein Simon Teichmann zum Görki vielleicht. Dann ein Johannes Lukas wurde öfters erwähnt und da haben wir auch schon am Anfang drüber gesprochen. Das ist so gar nicht mein Ding, das ist so ein Holzfäller-Typ. Den sieht man auch nur zu Wettkampfzeiten mal mit einem niedrigen Körperfettanteil. Ansonsten hat er einen normalen, denkt dran, normal, der ist nicht besonders fett, aber ein großer Kopf, dann der Bart dazu und da fällt der Körper klein fast schon gegen aus. Das ist so gar nicht mein Ding, also ja, es ist einfach, er ist ein Wrestler. Kevin Wolter, habe ich schon was zu gesagt, sieht für mich aus wie ein Kartoffelsack, den fand ich nie ästhetisch. Natürlich ist es eine gewisse Größe, aber auch irgendwie so, finde ich, der wird ziemlich übergehypt, auch von seiner Massivität. Der ist jetzt nicht so, also irgendwie, wenn ich da einen Dexter Jackson neben sehe oder so, das ist schon, na gut, aber jetzt kann man sagen, dass ich überhaupt einander mit Dexter Jackson vergleiche. Das ist auch weniger von der Qualität gemeint, sondern einfach von diesen Massen oder so. Dexter gilt nicht als massig, wie dem auch sei. Eine horrible Mention, Jill. Ich muss sagen, ich finde es echt toll, dass Jill von Road to Glory nirgends so erwähnt wird. Ich meine, sein Kanal ist auch tot, aber er hat ja so einen der unästhetischsten Körper da oben schlechthin gehabt, immer. Wurde so krass gehypt. Patrick Reiser, der Kollege, ehemals Kollege von Misha, fand ich nie toll. Der hat sich immer runterrippen können, aber der Körper hatte immer etwas, von dem an den Schulter eingefallen ist. Und der sah nie ästhetisch aus, nie spektakulär. Und ich habe immer gedacht, krass, wenn ich auch ein paar Monate nicht trainiert habe, sehe ich neben dem im Normalzustand besser aus. Ich kann sein, dass ich mich komplett irre, will ich gar nicht sagen, aber wenn man das Gefühl schon bei jemandem hat, bei anderen habe ich eher so die Befürchtung, immer man sieht mich daneben nicht. Und natürlich Tim Gabel selbst. Man sieht schon, dass er recht klein immer ist und das ist so das, was er selbst auch sagt. Deswegen findet er so einen Paul Unterleitner so gut. Und deswegen glaube ich auch, dass er Michel da vergessen hat, zu erwähnen. Aber das merkt man da schon und das ist mir nie so ästhetisch aufgefallen unbedingt, auch wenn er natürlich eine tolle Figur, ich will jetzt gar nicht sagen eine krasse, früher mal hatte. Ja, das sind so die Mentions noch dazu. Sascha Huber ist ein Thema für sich. Ich will gar nichts über seinen Kanal und die Art sagen, wie er das macht. Er kommt jedem immer so sympathisch vor und ich will euch auch gar nicht überzeugen. Ich finde es so extrem gekünstelt in einer Zeit, wo alle auf Real stehen, ist der so unrealste, sobald die Kamera angeht, hey Leute, und diese Energie. Gut, ich will gar nicht lästern, weil ich glaube trotzdem, dass er ein netter, cooler Typ ist. Das glaube ich trotzdem. Nur, dass ich seine Art nicht mag. Also, das sei hier gesagt, das ist hier gar kein Diss oder so, aber ich reagiere da sehr empfindlich drauf mittlerweile und das ist einfach zu gekünstelt. Aber was passiert hier, was die Leute denken mit seinem Körper? Der Junge hat schon, glaube ich, mehrmals gesagt, wie viel er ungefähr wiegt. Ich glaube, der wiegt so um die 80 Kilo, vielleicht weniger, vielleicht so 76 bis 80 Kilo irgendetwas. Ist normale Körpergröße, glaube ich, so wie ich auch. Ne? Ich gehöre hier so 1,75 bis 1,80 irgendetwas dazwischen. Wäre er viel kleiner, dann wäre es anders. Aber ich sehe Videos von ihm und merke, das ist ein schmaler Typ. Sobald er ein T-Shirt anhat, irgendein so ein T-Shirt, sieht er nur noch aus wie jemand, der Aerobic macht. Ja, und wenn ich hier von dicken Armen rede, guckt euch mal bitte diese Videos hier an, diesen Ausschnitt. Man sieht das. Im T-Shirt
der hat kein breites Kreuz, man sieht die Schulterköpfe nicht mehr oder so. Jetzt kann man sagen, ja, weil der so definiert ist, wenn das T-Shirt aus hat, dann bumm, ist es aber auch nicht. Guckt euch mal seine Fotos an, seine ganzen Zahnnetze, sieht der brachial aus, wirklich, als wäre es so ein Knochen, der immer angespannt ist. Und zu dem Anspannen, man muss auch mal darauf achten, schaut mal auf seine Körpersprache. Er hält immer die Arme hoch. Dadurch kommen die Schultern viel krasser zur Geltung, weil er immer diese Kastenstellung macht. Das ist einfach ein Trick, auf den ihr mal achten müsst. Viele machen das, die halten dann was in der Hand und sobald das hier hochkommt, kommen die Schultern viel besser raus. Dann reden die besonders viel so, halten was in der Hand, haben ihr Handy in der Hand und es sieht einfach viel krasser aus. Und wenn die Arme unten sind, sieht es nicht mehr so krass aus. Und das ist ganz auffällig bei ihm, dass er das immer macht. Den Fotos, immer hat er das irgendwie in der Beuge, selten sieht man ihn mal mit den Armen runter, vor allem wenn er in die Kamera redet, dann ist das irgendwie immer das Gleiche. Und das hat noch einer gemacht, Christian Wolf. Das war so psychisch auffällig, dass er immer was in der Hand haben musste und deswegen hat er sich hinter eine Kamera genommen und die einfach immer reingehalten. Aber der hat sich schon fast hier Winkel reinnähen lassen, damit man das bloß immer nur so sieht und nicht gestreckt. Das war ganz krass bei ihm. Aber bei Sascha merkt man es auch. Und zusätzlich einfach der Unterschied von Thumbnail, wenn ihr mal ins Video dann reinklickt. Hier, seht mal, das ist, da halte ich mal das Video an, das ist ein normaler Fitnesskörper. Da würde ich direkt sagen, ja klar, das hat er nur mit Liegestütz und ein paar Klimmzügen gemacht. Absolut glaubwürdig. Bei dem Rest natürlich nicht, da redet es dann ja auch immer alle drüber, aber das hier, das ist, also, das ist, so, ja, ich fehlen ja komplett die Worte, das ist ja kein Bodybuilding-Körper oder so etwas. Und da verstehe ich nicht, dass der es da reinschafft. Ich glaube, das gehört mit zu so einem allgemeinen Sascha Huber-Hype. Nun ja, aber schaut mal in die Videos, schaut mal, wie die Leute dann teilweise echt aussehen. Vielleicht mache ich mal irgendwann ein Video, wie Menschen echt aussehen, woran man das erkennen kann, im Gegensatz zu Instagram. Ich meine, jeder von euch weiß, dass auf Instagram Fotos ganz anders aussehen. Wenn wir zum Beispiel hier mal meine Fotos nehmen, ich habe ein paar richtig krasse drauf, wo ich selbst erschrocken war. Hier, das hat ein Kollege zum Beispiel von mir aufgenommen, im besten Licht, im anabolen Licht von einem McFit, unterirdisch in den Katakomben, wo die Umkleiden sind. Und da sah es so krass aus, dass ich mich selbst erschrocken habe, der musste das sofort aufnehmen. Bei anderen macht man so ein bisschen mit Filtern rum, aber, und das können vielleicht einige von euch auch bestätigen, wenn man mir gegenübersteht, falle ich zumindest auf, weil ein breites Kreuz da ist, was ich selbst weniger sehe als die anderen. Aber jedes Mal staune ich dann auf der Kamera. Hier zum Beispiel sind neueste Aufnahmen, da habe ich schon einige Monate nicht trainiert. Ich hatte ein ganzes Jahr Verletzung hinter mir und trotzdem sieht man hier noch wenig Körperfett. Ja, das ist wenig, da schimmert immer noch die Bauchmuskeln durch. Und ich sehe echt aus, als hätte ich ein Ochsenkreuz. Ich habe es da erst auf Kamera gesehen und ich fühlte mich dort so schmerzlich, weil ich zum ersten Mal nicht vor so einer Reise trainieren konnte und weil ich schon so lange nichts mehr gemacht habe und die Muskeln nicht hart waren und sonst was. Und auf einmal sehe ich das in der Kamera später und denke mir, mein Gott, ganz so übel. Wie sehen mich die Leute dann erst recht, wenn ich richtig trainiert bin? Das könnte ein langes Video geworden sein. Vielleicht interessiert es euch, vielleicht nicht. Mich hat es auf jeden Fall interessiert, das mal zu machen. So, zu später Stunde mit künstlichem Licht in meinem Heimstudio. Ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit. Wenn euch das gefallen hat, schaut euch auch in die anderen Videos an. Nur für dieses Video auf den Like- oder Abo-Button zu drücken, kann ich mir vorstellen, fällt ein bisschen schwer. Guckt euch die anderen an und dann könnt ihr immer noch liken und abonnieren. Wie dem auch sei, man sieht sich vielleicht wieder und ich hoffe, ihr kommt noch gut durch diese verrückte Corona-Phänomen-Zeit, wie auch immer.